Wir können direkt weitermachen. Also bleibst du jetzt noch die 15 Minuten, ja, ne? Oder? Ja, klar, bleib ich jetzt noch. Ha, deshalb war ich gerade nochmal oben. Okay. Und? Ja, okay. Okay. Ja, also die Videos sind synchron. Dürfte ah, nice. Nichts falsch sein. Aber immer noch kein Meteor-Bedrachen bekommen. Ich glaube, du sagst mir Bescheid, wenn du was bekommst. Auf jeden Fall, Mann. Ich kreisch rum, wenn ich den bekomme. Und dann drücke ich auf Versehen außer Save Load und dann ist er weg. Mach mal Go, dann mach ich den hier. So, dann was kann man denn jetzt unterhalten? Keine Ahnung. Ich hab gerade echt so kein Thema. Schaust du aktuelle LoL-Turniere? Ich hab letztens geguckt, aber die letzten zwei, drei habe ich verpasst, da hatte ich keine Zeit. Ja, aber ich schau auf Arbeit mal ab und zu so ein bisschen im LoL-Forum rum und hab heute... Ja. Gut, ich schau von zu Hause im LoL-Forum rum. Ja, okay, jetzt... So geht's klar. Ja, und da meinte einer irgendwie, dass M5 wieder so echt scheiße ist und... Ja, lass das gleich reden, lass das gleich reden. Was? Bist du schon in der Aufnahme? Ich bin in der Aufnahme, ja. Ach so. Schon seit anderthalb Minuten. Oh. Hast du gerade ernsthaft mit meinem Kreischen angefangen? Ja, das kam dann so bei 30 Sekunden, glaube ich. Ich hab doch gesagt, wir können weitermachen. Ja, aber du kannst doch sagen, wenn wir aufnehmen. Ja. Auch gut, ja. Nein, ich bin jetzt total verwirrt. Mein Gehirn wieder auf das mal gerade wieder nicht. Ja, aber wie gesagt, nee, ich gucke die Turniere nicht. Ja, weil die meinten, also, ich bin immer noch großer Fan von Team Solomid. Aber ja. Nicht Revolution, sondern das originale Team Solomid. Es gibt ein Revolution? Jo, habe ich auch letztens erst bei dem MSN-Turnieren gesehen. TSM war doch hier Chaox und so, ne? Chaox, Odd ja. One und Boah, Swag. Chaox mein Vorbild, AD Carry und so. Ja, aber ich will keine Normals in Ranks mehr. Ich würde auch total gern AD Carry spielen, aber ich habe irgendwie das Problem, dass ich nicht AD Carry kann. Ich kann gut farmen, aber irgendwie bin ich zu doof mit dem Positioning. Das kriege ich von nicht auf die Reihe. Ich stelle mich auch immer ein bisschen doof an. Entweder stehe ich dann immer voll mittendrin oder ich gar nicht an. Was spielst du für welche Carries? Wie gesagt, ich spiele kaum, aber wenn ich mal spiele, dann spiele ich entweder Kog'Maw oder welche Champs mit so oft. Ah, Graves ist da einfach so als AD Carry. Weil er einfach die Passive hat. Rüstung und Magieresistenz. Ja, ja. Graves hat auch einen total harten Burst. Ja. Ist generell total stark an ihm. Aber leider zweimal verloren. Die Normals, die ich aufgenommen hatte. Leider. Einmal 4 gegen 5 und einmal hat die Toplane wahrscheinlich wieder verkackt. Aber was ich auch total gern mache auf der Botlane, sind so richtige CC-Lanes, wenn du da wirklich sowas wie Blitzcrank Alistar oder Blitzcrank Leona oder sowas machst. Das geht schon heftig ab. Ja. Oder was auch total stark ist, wenn du einen AD-Carry wirklich im Team hast und der Rest hast du wirklich nur so richtige CC-Maschinen. Dann hast du, was weiß ich, einen Graves als AD-Carry, dann hast du Alistar, Blitzcrank, Leona und Nautilus. Da können die Gegner nichts machen. Der Carry carryt von alleine, weil er einfach nur stehen bleiben muss und du wirst übel vom Team gecovert, weil die einfach so viel CC haben. Naja, ob das so gut ist? Also wenn haben sie ja nicht wirklich was Gutes dann drin. Wie, nicht wirklich was Gutes drin? Na, wenn sie Blitzcrank, Alistar, Leona, Blitzcrank, Graves... Blitzcrank und Alistar sind beide Hammer-OP. Ja, aber die machen da kaum Schaden, also Hauptsache nur der Carry. Ja, ach nee, der Carry macht übel den Schaden, der Carry die da durch. Die Gegner können aber kaum den Carry fokussen, weil man das Team einfach so viel CC hat. Und ein AP-Caster braucht... Ja. Nee, ist echt so. Und einen AP-Caster brauchst du nicht, weil du hast einfach mit den ganzen Champs, die machen so alle so ein bisschen Magieschaden und dann macht es auch genug Magie. Bäh. Mein Mund verkackt gerade wieder. Ich hab es echt nicht so mit den logischen Sätzen bauen, ne? Ja, ist schon spät. Ja. Naja. Ich wirklich. Wenn man bedenkt, wie lange ich sonst immer suchte. Softie. Sagst du? Ja. Der die ganze Zeit, was weiß ich, wie viele Arams am Tag aufnimmt. Heute nicht viel, irgendwie spinnen meine Festplatte rum. Ja. Ist aber scheiße, wenn die jetzt rum. Ja, ich glaube, die gibt bald einen Geist auf. Aber ich habe ja deine Videos, ich schau dir schon ein bisschen länger. Du hast die ja. Du hast doch jetzt erst eine neue bekommen, oder? Ja, das ist ja die gerade überall rumspackt.
Also angeblich hat sie keine Fehler, aber ich habe wieder so wenig FPS wie früher. Hast du schon mal überlegt, den PC neu aufzusetzen? Nein, mache ich nicht. Okay. Warum sollte ich? Nein, das muss an der Festplatte liegen. Also wenn bei mir irgendwas nicht stimmt, dann mache ich immer direkt alles. Hast du ja letztens gesehen, ich habe meinen PC neu aufgesetzt. Direkt. Naja, das ist weil ich mal was. Irgendwas mit der Festplatte zu tun. Ja. Egal. Oder liegt es vielleicht am Grafikkartentreiber? Das kann gut sein. Ich habe zwar vorhin mal nach einer Grafikkarte gesucht, der hat nämlich auch eine neue gefunden gehabt, aber das hat durch den Game Booster das natürlich. Hat er das natürlich geschlossen als unnötigen Prozess. Muss ich gerne wieder aufmachen. Also auf jeden Fall habe ich das Zeichen gesehen für einen neuen Treiber. Aber das muss nicht heißen, also diese ganzen Ruckler und so zeigen eigentlich davon, dass die Festplatte zu langsam ist. Aber ab und zu geht's und ab und zu geht's nicht, also keine Ahnung, was da los ist. Eben genau. Ja, ich habe aber sowas auch manchmal. Manchmal ist mein. Also manchmal habe ich LOL, was weiß ich, 120 FPS und manchmal. Ja, also ohne Fraps hatte ich gestern 90 oder so. Das lässt sich recht angenehmer spielen als mit einer Fraps-Aufnahme. Ja, so klar. Fraps, aber du musst ja Fraps immer begrenzen, hast du auf 30 FPS begrenzt? Ja. Ja. Ja, ich habe nichts geändert. Irgendwas. Keine Ahnung. Ich habe schon wieder Gaia bekommen. Den habe ich jetzt schon zum 100.000. Mal. Und 350 Siege. Na ja, noch viel Spaß. Ja, mal schauen, ob der bis 999 drüber hinaus zählt. Also noch 650 Kämpfe noch. So viel dazu, dass du das Spiel so langsam durchspielen willst. Ich glaube, ich weiß warum. Ja. Naja. Irgendwann wirst du diese Karte ja noch bekommen. Zur Not machst du das Let's Play halt, bis du 30 bist. Klar, warum nicht? Ja nicht irgendwie Besseres zu tun oder so, ne? Ja. Das war auch total letztens so total lustig. Ich habe immer so ein paar Leute, mit denen ich zocke, und da ist auch einer dabei, den kenne ich nicht. Wirklich, den kenne ich halt nur über Freunde. Und der hat eine Freundin, die sitzt fast immer daneben, wenn der zockt. Und da meinte letztens die Freundin irgendwie, dass der kuscheln kommen soll oder so. Ja, und dann kam die allerbeste Antwort von ihm. Boah, ich kann grad nicht, ich muss Last hitten. Ich hab mich so krank gelacht. So übertrieben krank gelacht. Das ging gar nicht mehr, ey. War natürlich gemutet, weil es wäre ein bisschen scheiße. Vielleicht sollte mich auch nicht ablenken, dass du nicht lasten muss. Ist so. Viel zu wichtig. Ja, ernsthaft, da kann jeder nackt liegen. Ist mir scheißegal, ich muss lasten. Weißt du eigentlich, ob du weibliche Zuschauer hast? Ne, weiß ich nicht. Ich weiß, dass ich nur junge Zuschauer, fast nur junge Zuschauer habe. So, unter 16 oder so. Ja, ich glaube, es ist besser, als wenn du nur so 30-Jährige hast. Ja, ich glaube auch. Der Pedo-Bert schlägt. Ja, ich möchte kein Pedo-Ziel werden. Oh ja, niemand möchte das. Sicher? Moment, wenn ich gerade so überleg. Nein. Jetzt wieder so ein Moment, keiner hat ein Thema, alle schweigen. Was hat man für ein Thema? Mal überlegen. Ocelot. Ja. Ist der in Spanier? Ja, ne? Ja. Das streamt eigentlich so, das war doch das Thema. Ja, das war das frische Thema. War auch gut. Wir reden in Yu-Gi-Oh! Part die ganze Zeit. Ja, über logisch, das klar, klar. Ist ja auch viel interessanter. Ja. Ich hab zwar auch mal überlegt zu streamen, aber das ist langweilig, wenn man nicht mehr so Leute wie Guards mit Bob angucken, die einfach überhaupt keinen Bock mehr haben. Kennst du noch bestimmt, oder? Ja klar, ich guck auch die in Twitch mal. Ne? Immer mal durch. Noch streamt auf Own 3D. Oh, ganz kurz, meine Eltern nerven gerade wieder rum. Klemm euch gemütet. Ja, ich hab zwar überlegt zu streamen, aber. Ja, ich merke schon selber, stundenlang oder tagelang Spiel durchsuchen, das liegt mir einfach nicht. Zumal, wenn ich streame, dann müsste ich, den ganzen Tag irgendwie 8 Stunden oder so LOL suchen, und darauf habe ich überhaupt gar keinen Bock. Da bin ich wieder. Ja. Sorry wegen der Störung, aber meine Eltern. Ja, das passt schon. Hier, kennst du auf uns 3D die eine Streamerin, Advent Sugar?
Nee, ich guck mir sehr wenig Frauen an. Bis gar keine. Sagen wir es mal so, ich bin, hab auf ihr Bild geklickt, weil in, das war so ein typischer männlicher Reflex. Das ist einfach die Blondine, ist das? Die sieht weiblich draufklicken. Nein, ja, das klingt gerade ein bisschen doof. Aber es ist auf jeden Fall eine Blondine, die sieht nicht so schlecht aus, aber die gibt sich übel als Bitch. Die, um mehr Viewer zu haben, sitzt die da permanent in BH rum. Mit, mit den übelsten Push-Up und redet die ganze Zeit über Sex und alles. Echt? Ja, wenn sie Video bekommt, warum nicht? Ja, klar, aber... Bist du wieder die abonnentengeile Sau? Was? Bist du wieder die abonnentengeile Sau? Wer? Warum? Ich sag's ja nur so. Ich sag's ja nur so. Nee. Ich höre Stimmt, verkackt grad schon wieder. Wer verkackt? Nein, niemals. Stimme. Achso. Immer wenn ich so eine hohe Stimme mache, ey. Seitdem ich da damals mal ein Stimmbruch war, geht gar nichts mehr mit hoher Stimme. Tja, du bist halt nicht als. Du bist zwar als Mädchen geboren, aber nicht zum Mädchen geeignet. Naja, ich bin gerne. Boah, der fies, was? Ich bin gerne Shemale. Shemale? Ja. Ich stehe dazu. Was sag ich? Ja. Okay. Nein, natürlich nicht. Ja, aber eigentlich musst du das wissen, ich meine, wir haben ja jetzt die Bettgeschichten, ne? Ja. Oh mein Gott, da kommen ganz scheiß Gerüchte auf. Hoffentlich gucken sich das die Leute nur an und hören nicht zu. Genau. Die Idioten reden eh nur scheiße, direkt mal muten. Ich werde alle deine Kontaktdetails unter das Video schreiben und ja allein schreiben. Oh mein Gott. Ja, was hast du denn? Meinen LOL-Namen und meinen Skype-Namen. Und dein YouTube-Account. Und mein YouTube-Account. Und dann können natürlich nur alle mein Skype-Bild sehen, aber das könnte ich wieder ändern. Da hätte ich doch kein privates Bild mehr drin. Oh, warte, ich screene schnell und dann. Ja, genau. Du bist ein Panda-Bär. Auch gut zu wissen. Ja, der Panda ist cool. Du bist ein Panda und hast eine komische Blase. Ja, ich weiß auch nicht, was es ist. Ich weiß nicht, wer es ist, aber es sieht cool aus. Ich kann es dir mal ganz kurz zeigen. Wo ist denn der Panda? Das müsste sein. Da, das ist der Panda. Sieht ja nicht cool aus. Du siehst es zwar jetzt nicht, aber... Ja, ich sehe ihn ja bei mir jetzt gerade. Dann im Video. Ach ja, stimmt, du siehst ihn ja. Ich finde, der sieht voll knuffig aus. Na gut. Ey, von Blau. Blau ist ja noch geiler, ey. Auch Lieblingsfarbe Blau? Blau ist so eine geile Farbe, natürlich. Blau, Grün und Rot, das sind die geilsten Farben. Nur Blau. Blau, Grün und Rot. Provozier mich nicht. Wollte ich nicht tun. Nee, ist aber chillig. Ich sehe zwar nichts vom Spiel, aber trotzdem unterhalten geht auch. Ja, klar. Na klar, wir reden ja nicht über das Spiel. Ja, ist echt klar. Let's play und reden über andere Themen. Ja. Ja, ich finde doch LOL spannend, ne? So, ja, fern ich die Kampagne nicht weitermachen kann. Ich kann sie nicht weitermachen, weißt du, ich kann nicht. Ja. Okay, eigentlich könntest du den schaffen, du müsstest nur Glück haben, dass der Gegner den einen Typen nicht beschwört, ne? Selbst dann würde. Er hat ihn aber. Falls du den Meteor-B-Drachen dann irgendwann mal hast, machst du da ein riesen Special draus. Aber richtig, ja. Drachen, ey. Instant 100 Viewer mehr. Ja, dadurch, dass ich so lange Pause gemacht habe, hab ich halt weniger. Ja. Weniger Klicks auf die Videos, aber das kommt schon noch immer wieder. Es geht ja. Ich hab auch gedacht, ich mach's jetzt wieder aktiv. Oh, das war ein Fehler. Nee, warum? Wann kommt der Yu-Gi-Oh! Part? Ich kann es mir schon vorstellen. Nein, ich habe heute dann wieder zwei. Einen morgen und einen übermorgen. Und dann müssen wir eine neue machen. Wir können jetzt in den Ferien, wenn du Lust hast, ein bisschen vor. Alter, ich hab keinen Urlaub. Also, nein? Nein, ich hatte Urlaub die letzten drei Wochen. Also, vor einer Woche die letzten drei Wochen hatte ich Urlaub. Bei mir hat gerade die vierte Woche angefangen. Ja, du wohnst ja auch irgendwo ganz oben, oder? Nee, Nordrhein-Westfalen. Naja, ist doch ganz oben, oder? Ich bin jetzt nicht so der Geo... Hammer-Fail! Wo liegt denn das? Ich bin jetzt nicht so der Geo-Pro, aber... Wo liegt denn Köln? Ach, das Nordrhein-Westfalen ist ja interessant. Okay, Köln ist dann eher so doch so westlich.
Woran hab ich denn? Ach, Mecklenburg-Vorpommern war das. Das war nerdlich. Ich kann mir das aber auch nicht merken, wo die ganzen sind. Ich weiß nur, wo Mainz ist, ich weiß, wo Berlin ist und ich weiß, wo... ja, so ist ja gar nicht mehr Deutschland. Aber fail. Wir haben schon wieder 15. Wollen wir noch einen Part machen oder musst du jetzt weg? Ich müsste weg. Schade. Wir sind gerade so in Stimmung. Ja. Wir finden uns gerade wieder neu. Und es klang schon wieder so, als wären wir in der Beziehung. Du sagst es die ganze Zeit, ich hab damit gar nichts zu tun. Ja, ich geil mich daran auf, was da ging. Nein, aber ich hab echt nicht mehr Zeit für einen neuen Part. Ja, nee, können also... aufnehmen, wenn du Lust hast. Was? Können wir morgen ja nochmal ein paar mal schauen. So, nichts Gutes bekommen, wieder massenhaft Sternchips. Yay. Ja, aber ich... 356 Siege. Also die zwei Niederlagen stören mich. Ja, hast du verkackt. Ja, richtig, ey. Du kannst ja auf 10 aufrunden. Haha, vergiss es. Nee, ich kann gegen den nicht mehr verlieren. Jo, ich würde sagen, wir machen eine Pause. 16 Minuten sind um. Und jo, dann tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.